Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute die linke Masche. Es gibt beim Nooking zweierlei linke Maschen. Eine etwas einfachere, die diese verschränkten Maschen erzeugt, und etwas schwierigere linke Maschen. Zunächst die einfachen. Dafür legt man den Faden vor die Arbeit, sticht von rechts nach links in die Masche ein und zieht die Masche nach den Faden nach hinten durch. Also von rechts nach links einstechen und durchziehen. Einstechen und durchziehen. Einstechen, durchziehen. Einstechen, durchziehen. Diese linken Maschen gehen relativ einfach, also wenn man das mal gewohnt ist, ist hier fast kein Unterschied mehr zur rechten Masche. Wenn man sich aber nun auf dieser Seite sehen die linken Maschen auch wie gewohnt aus. Wenn man sich aber die Rückseite betrachtet, liegen eben diese Maschen verschränkt im Maschenbild. Hier sieht man, die liegen glatt. Und die linken Maschen liegen eben jeweils auf der Rückseite verschränkt. Nun muss ich zunächst eine Reihe rechte Maschen nucken, um euch dann die etwas schwierigere linke Masche zu zeigen. Natürlich ist es auch hier etwas Übungssache, trotzdem bereitet die mir immer noch etwas mehr Mühe als die einfache linke Masche. Man sieht hier, die rechten Maschen, die liegen schön gerade, und die Reihe darunter liegt eben dieser rechte Schenkel der Masche etwas verschränkt. So, die Randmasche wie gewohnt. Und nun, ich lege den Faden wieder nach vorne, steche aber von links ein, ziehe die Masche leicht nach rechts und hole dann den Faden durch. Noch einmal einstechen und den Faden durchholen. Von links kommend, Hier ist also dieser Haken sehr hilfreich. Und die Randmasche wieder einfach links abnucken. Dann den Hilfsfaden durchziehen. Und man sieht nun, jetzt liegen die Maschen genauso gerade wie zuvor bei den rechten Maschen. Das hier ist die einfache linke Masche und das hier die etwas kompliziertere. Aber ihr habt gesehen,
Auch die ist durchaus machbar. Einfach dranbleiben. Wobei ich dieses verschränkte Maschenbild, mir gefällt das sehr gut, aber wer es eben vermeiden möchte, muss sich mit der linken Masche ein bisschen eben mehr beschäftigen. Ich wünsche euch viel Spaß damit.